Mikrofon muted. Kompliziert, kompliziert. 30% Demokrat, 30% Komintern. Ich habe eigentlich noch alle Möglichkeiten offen. Alle. Mikrofon activated. Attention. Ach, so ist das. Nicht possible. Nein, Frank, nein. Nein. Nicht? Nein. Das kannst du vergessen. Ist mal einer von den niedrigen Stufen? Also den Vorteil gebe ich nicht aus. Absolut nicht. Im besten Willen nicht. Oha. Was wollte der Franzmann haben? Ja, rate mal, was der Franzmann haben wollte. Denk gut nach, Schalkelein. Was könnte der Franzmann haben wollen, was er nicht hat, was nicht so gut ist? Jetzt bin ich gespannt, was André für eine Theorie hat. Danach löse ich es auf. Ich würde sagen, er möchte entweder einen Panzer oder einen Flugzeugträger. Eins von den zwei Dingen. Keins falsch. Echt? Flugzeugträger nicht, aber Jäger. Richtig. Hm. Stimmt, aber natürlich, Jäger, den habe ich vergessen. Brech. Übrigens, Frank, der AMC 35 ist ein toller Panzer. Also ich würde ihn nur nicht in hügeliges Gelände, was eine Erhöhung von 30 cm hat, schicken. Weil sonst kommen die Panzer nicht ins Gefecht. Aha. Insider-Witz, oder? Das ist wirklich so. Das ist leider wirklich so. Ohne Scheiß, dieses deutsche U-Boot für Dauer muss weg. Ich hab schon wieder gesehen. Es ploppt nochmal kurz auf und ist wieder weg. Es steht da. Es steht einfach da. Es fährt nicht rum. Jetzt fährt's weg. Mich würde interessieren, was Deutschland treibt. Ich würde interessieren, warum Deutschland seine Kustauskundschaft hat. Treffen wir uns doch einfach alle zusammen. Also wir Europäer. Der Amerikaner kann per Telefon zuhören, weil die Anreise ist ein bisschen länger. Naja. Ich meine, okay, Italien, böses Land, Mussolini ist nicht gerade der Klügste, kann man wegmachen. Und was kommt danach? Großer europäischer Frieden. Höchstwahrscheinlich. Klingt nicht so danach. Ja, der Russe ist ja dauernd hier am Kriegsführen. In Europa? Nö, habe ich nicht behauptet. Außerdem ist Oman rückwärts ausgesprochen Namo und Namo heißt Mainz auf Russisch. Schlaue Wendung. Kann man jetzt nicht absprechen. Das ist ja, wir bringen halt nur Infrastruktur, Frieden, Gesundheit. Das Schulwesen bringen wir in den Oman natürlich. Doch logisch, oder? Ja. Na, dann bringt den Kindern mal das Lesen bei. Mache bessere Menschen aus ihnen. Damit sie die Zeichen AK-47 besser entziffern können, wenn sie eine Waffe auf dem Spielplatz finden. Ist das einfach Neid? Hey, der war gut, der war richtig gut. Shots fired. Oh, ich hab die malaiische Flotte bekommen.
zwei Zerstörer. Ich bin unglaublich begeistert. Ah. Sorry. Ich entschuldige mich. Diese Unterbrechung. Was? Was? Militärpakt. Noch gelesen. Was? Pausieren, ja. Mach mal kurz eine Pause, ja. Novus Romu. No, die Novus Imperium Romanum, okay. Wer ist denn da drin? Bulgarien. Ungarn fordert Siebenbürgen. Jetzt kommt Schwung in die Sache, Leute. Bin ich jetzt im Krieg? Nur mit Italien, okay. Jetzt kommt Schwung. Ja, Belgien, Bulgarien wurde noch nicht reingerufen, Frank. Doch, Bulgarien wurde reingerufen, aber nur gegen Deutschland. Jugoslawien ist ja. Nee. Nee, ich verwirrt. Na gut, die werden auch meinen Krieg gleich beitreten, wahrscheinlich. Ja, so wahrscheinlich. Schon. Lange wird es nicht mehr dauern. Gut, also von mir aus kann es weitergehen. Moment noch. Was greift die Sowjetunion als nächstes an? Tippe auf Irak oder Saudi-Arabien. Warum sagst du sowas? Was haben dir die armen Saudi-Arabier getan? Mir gar nichts. Ah, mir auch nicht. Also du wirst schon eine Ausrede finden. Wie die Kopfbedeckung der Frauen gefallen dir nicht oder sowas. Nee. Obwohl, der saudische Führer sieht schon suspicious aus. Ja, guck, sag ich's doch. Könnte man. Kann's weitergehen, Niemeyer? Ja. Ich hab überhaupt nichts vor mit Saudi-Arabien, liebe Freunde. Nur damit ihr es wisst. Niemand hat die Absicht, Saudi-Arabien anzugreifen. Ah. Hast du auch über Estland, über Lettland, über Finnland, über Iran, über Oman gesagt und auch viel mehr. Das stimmt doch gar nicht, das sind jetzt alles Unterstellungen. Ja, kein scheiß Japan erst 42 angreifen, die wollen mich verarschen. Ja, wenn du das über nationalen Fokus machst, dann ja. Ja, dann werde ich ihn nach Kuba oder so, nach Mexiko am besten gleich den Krieg erklären. Oder auch jetzt, wenn du willst. Kann ich auch machen. Können wir machen. Dann lass mich gegen die Mandschurei rechtfertigen. Dann rechtfertige ich gegen Japan. Ich hoffe, meine Flotte schafft es gegen die Japaner kurzfristig. Ja, hoffe ich auch, ja.
Na dann. Nee, nicht wahr? Was sagt ihr dazu? Was? Ich sagte, na dann. Was sagt ihr dazu? Ungarn ist Novum Imperium Romanum beigetreten. Ungarn, Alter. What the fuck? Weil gut, das spielt natürlich dem Deutschen nicht unbedingt in die Hände, weil es wird natürlich von Ungarn aus ins deutsche Gebiet eingefallen. Wahrscheinlich, weil auch keine Truppen stehen. Oder angegriffen. Ich weiß es nicht. Ja, noch ist ja kein, ist vielleicht nicht in den Krieg eingetreten. Zumindest stand da nichts. Na, wohl, da stehen Truppen, weil Ungarn kämpft dort. Das heißt, da muss ja was stehen. Jetzt kann man vielleicht witzeln. Die polnische Armee trainiert für den Ernstfall, die Jungs. Und auch der falls du Vertrauen in die. Jetzt passiert da irgendwas. Ja, Team, mach's gut. Na, spielt vielleicht, wie gesagt, dem Deutschen tatsächlich in die Hände. Könnte ja, eventuell sein. Kann er sich den Balkan snacken halt, ne? Vielleicht hat er auch darauf angespielt, weil jetzt kommt es wieder zur Kampfhandlung an der italienischen Grenze. Ich frag mich nur, warum die da stehen geblieben sind die ganze Zeit. Und der Franzose bekommt es auch nicht hin, Sardinien einzunehmen. Da ist der Kubaner. Achso, ich verteidige da unten nur. Achso. Was die da machen. Ich könnte Kuba in die Alliierten holen. Das könntest du natürlich. Wäre ziemlich dumm. Kuba ist doch ein Paradebeispiel für die Mitglieder der Alliierten. Ich weiß nicht, was du hast. Vor allem, die können vor allem einen guten Beitrag leisten. Ich kann auch mit Polen. Wobei, ich kann die polnische Republik, wenn sie angegriffen werden sollte, zumindest mit Luftwaffe unterstützen. Immerhin, das ist mehr als in einem Paralleluniversum passiert ist. Ja. Weil die Truppen, wenn da oben Danzig weg ist, dann kriege ich die ja nie wieder raus, das ist Quatsch. Aber die Luftwaffe ist ja kein Problem. Ready, sir. Ready. Command. Ah, Leute, ich habe schon wieder diesen ominösen Fehler. Weil es mir nicht mehr angezeigt wird, wann denn. Also, ich kann nichts mehr machen mit den Divisionen. Ja, okay, warte, speichern wir. Keine Ahnung warum, aber wie gesagt, ich muss das unbedingt. Mal neu installieren. Dann schließe ich das Spiel. Ich habe gespeichert. Also, Speicherstand jetzt. Ausgezeichnet. So, Spiel ist geladen, da ist die IP-Adresse. So, mal kurz AFK. Microphone muted. Microphone activated. So ist das also. Ganz Europa widerstrebt den französischen und deutschen Ausbreitungstensionen. Wir haben jetzt nur für Ordnung gesorgt. Kuba annektiert hat. Ich habe gar nichts gemacht noch. Wir führen einen Befreiungskrieg. Natürlich. Die Mexikaner sie haben versucht, in der Schweinebucht zu landen. 40 meine ich natürlich, Juli 40. Ah. Und Kuba hat uns zur Hilfe gerufen. Also das kubanische Volk. Stimmt, das habe ich in der Zeitung gelesen, weil die britische Presse, die kriegt Nachrichten nicht erst 4 Jahre später, wie die deutsche. So ist es. Das kubanische Volk hat den großen Sozialstaat Amerika um Hilfe
gebeten, dass sie von dieser korrupten Regierung befreit werden. Und der Arbeiterstaat, das sozialistische Amerika, konnte dem natürlich nicht mit einem Nein entgegnen. Man ist ja jetzt nicht mehr kapitalistisch, sondern sozialistisch, und da hat man durchaus eine gewisse Grundverantwortung dem Volk das gegenüber. Das Interessante ist, was ich gerade feststelle, ist, dass Deutschland Frankreich quasi abschneidet und Frankreich tut nichts dagegen, als wäre es ihm egal. Nein, das ist mir nicht egal. Ja, da ist nur eine Provinz, die italienisch ist zwischen euch. Ach wirklich? Also ich sehe das nicht. Was soll ich machen? Der war halt schneller. Du hast überhaupt nichts gemacht in den letzten 3 Monaten. Warum sollte ich meine Truppen da opfern? Ja, damit nicht das passiert, was gerade passiert. Ja, genau. Aber. Du weißt, dass ich mit Frankreich nicht so die wahnsinnige Truppenstärke habe. Da kann man nicht sagen, ich bin kein Russe, der einfach mal 100.000 Mann verbraten kann. Und für einen Krieg hat es ja anscheinend gereicht. So, ach, da bin ich wieder. Was wird hier geschult? Ja, für einen Krieg hat es gereicht. Ja, aber dann nicht die Truppenstärke haben, um ihn zu führen. Das ist aber irgendwie, was habe ich euch getan? Alle shooten gegen mich. Niemand shootet gegen dich. Ich nicht. So, bereit? Wer ist bereit? Dominik. Der Deutsche. Oh, das war doch jetzt kein Shooten. Das war eine Feststellung. Finde ich auch. Ich muss dem englischen Premier hier zustimmen. Es ist halt nur, man muss aber auch sagen, es ist, wenn man von außen drauf guckt, irgendwie ein seltsames Bild. Das kann man ja festhalten. Es sieht so aus, als würde sich Frankreich und Deutschland Europa aufteilen wollen. Ja, weil das sieht so aus, als ob Frankreich nur diese Ecke da oben haben wollte und Deutschland sagt dann, ich bekomme jetzt den Rest. Das ist ein mega schlechter Deal für mich gewesen. Also, weiß ich nicht, im Norden ist die größte Industrie Italiens. Das stimmt, der Rest ist eigentlich nur noch Abfall. Bin ich Italiener? Ja, er muss es wissen. Ja, wenn es nicht weiß, hallo? Was zur Hölle ist da passiert? Oh Gott. Kurz Pause. Da ist ein Fehler passiert, sehe ich gerade. Da ist ein Fehler passiert. Müssen wir mal neu starten oder geht's? Nein. Irgendwie hat Schalke immer einen bisschen späteren. Diese Idioten. So drastisch hätte ich das jetzt nicht ausgedrückt, aber. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum meine Truppen in Ägypten verhungern. Ist klar, wenn die komplette britische Flotte ihren Heimathafen in Alexandria hat. Ach so. Naja, die sind um England stationiert, aber wenn sie mal reparieren müssen oder sowas, würden sie nach Alexandria fahren und die werden auch von dort versorgt. Verstehst du? Das ist doch Quatsch. Reichmann Chuko. Ist klar, die Richtung mit Sharky also. Welche Richtung geht Sharky? Ja, geht wieder weiter. Um Asien. Aber Manchuko gehört doch zu Japan. Ja. Mapan. Ich verstehe. Da möchte wohl jemand den Amerikaner zuvorkommen. Das Problem ist, er kann nicht in Japan landen. Komm, das hat er gewusst. Das hat er nicht gesehen, bis du es ihm gesagt hast, du. Ja, danke. So was könnte man mir auch schreiben oder sowas. Aber dafür muss man doch jetzt kein Genie sein, um das zu sehen. Ja, aber hin und wieder entfallen einem halt Dinge. Man sieht sie nicht, weißt
soll das? Sehr interessant, das alles ist, würde Yoda sagen. Was würde Yoda genau damit meinen? Dass alles sehr interessant ist. Okay. Es ist alles unterwegs. So, jetzt wieder achten. Achten auf gutes Essen und genügend Bewegung. Ich will nichts sagen, ne? Aber unter der sowjetischen Führung hat Afghanistan ja schon 21 Divisionen. Soll mich das jetzt beruhigen? Das jetzt nicht. Das klingt nicht so beruhigend. Manchukuo. Egal, wer mich gerade angeschrieben hat, schreibt mich in-game an. Ah, nicht ich. Oh, Italien fingiert gegen mich. Hätte das gedacht. Unter Gegenschlag. Verstehe ich nicht. Denn ich tappe nicht raus die ganze Zeit.